So. Und da sind wir wieder zurück. Huch. Ich wollte ja unten in der Zombie-Falle seine XP-Maschine schauen. Falsche Seite. So, ouch. So, hier haben wir Treppenstufen reingelegt. Hier haben wir auch noch welche. Das ist ja sehr gut. Hat man so viele gemacht? So, den Kies tun wir da mal abladen. Bisschen Cobblestone tun wir da noch abladen. Und dann gehen wir mal da hinten wieder rein und fangen mit der ersten Reihe an. Und da fängt es an zu regnen. So, da geht das zack, 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 zack. Luft holen nicht vergessen. So, dann sind wir gleich unten. Ups. Das war jetzt mal doppelt gefailt. So. In welche Richtung machen wir die zweite Schicht? Weil ich will hier nicht so enge Gänge haben. Würde ich sagen, machen wir den hier. Nehmen wir hier wenigstens auch die ganze Kohle noch mit. So. Klatschen wir hier mal die Stufen hin. Na. Na. So. Dann geht das hier auch voran. Dann können wir ja bald die XP-Maschine für den ersten Testlauf in Betrieb nehmen, möchte ich sagen. Da freue ich mich persönlich schon riesig drauf. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht. Ob ihr euch auch so darauf freut oder ob ihr euch eher darauf freut, dass der Bauprozess hier fürs Erste erstmal fertig ist. So. Also ich muss sagen, die Beats von Inhalati, die gefallen mir echt gut. Ich weiß gerne, bei wem ich die im Video gehört habe und habe gedacht, wow, die könntest du doch auch mal in deinen Videos packen. War das Minecraft Sven oder keine Ahnung? Nee, ich glaube, der war es nicht. Opande kann sein, dass der das war. Das war irgendein Tutorial, das ich letztens gesehen hatte. Oder der MB könnte es auch gewesen sein. Ich habe einfach zu viele Abonnenten momentan und habe da schon gar keinen Überblick mehr, bei wem ich was gesehen habe. Ich wollte jetzt hier auch nicht schamlos irgendwelche Werbung machen oder so, ne? Ich habe einfach nur eben laut überlegt, von wem ich die Beats hier kenne. So. Wie weit haben wir es denn noch nach unten? Ach, haben wir ja auch gleich hinter uns. Gekonnt, gefailt. Also dafür, dass ich eigentlich gar kein Hip-Hop mehr so höre, gefallen mir die Beats echt gut. Ich glaube, ich wiederhole mich in dem Thema momentan, aber... Ah! Verdammt. Da, da, da und da. So. Jetzt bloß nicht nochmal runterfallen. Auch wenn es nicht allzu schmerzhaft war. Brauchen wir da ein. Kommt da eine Stufe. Dann so, 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 so. So, so. So. Tun wir das hier mal so ein bisschen ausbauen.
Das hier mal so ein bisschen, auch wenn es mit Cobblestone jetzt nicht unbedingt so natürlich aussieht, aber dass es hier wenigstens nicht so ein Gestückel ist, bauen wir das hier jetzt mal ein bisschen aus. Auch wenn ich das hier jetzt weggemacht hatte eben, mache ich das trotzdem jetzt mal wieder hin, dass das hier so ein schöner Eingang wird. Noch zwei Fackeln dran und dann läuft das hier auch gleich. Machen wir hier den Weg noch. Oder hier so Mitte. Rein theoretisch müssten wir noch hier ein, dass das hier dann schön zentral da reingeht. Ich glaube, vor ein paar Folgen hatten wir zwar gesagt, wir legen jetzt hier auf Design nicht so unbedingt den Wert, aber hier können wir das ja jetzt mal machen, das kurze Stückchen. Eventuell werde ich offscreen hier noch eine Stufe breiter machen. Muss ich mir noch überlegen. Wegen Ausleuchten. Ja. Ich denke, ich werde das hier alles nochmal in Cobblestone dann umarbeiten. Muss ich mir noch überlegen. Mal hier. So, dann lassen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 7, 8, 9, 10, bla. So, ich habe es auf die rechte Seite gemacht, da wenn ich jetzt hier noch ein noch eine Stufe dran basteln sollte, was ich hier unten eigentlich schon mal machen kann, während ich hier noch so vor mich hinschnattere, dann ist die nämlich zentral. Ups. Da kommt ja schon eine Stufe hin. So, dann hängt die Fackel nämlich in der Mitte und dann sieht das schön symmetrisch aus. Und da ist ein Tintenfisch verreckt. So, hier bauen wir mal noch eine Wand hin, wo wir dann noch eine Tür reinbauen. Ja, da sonst hier die ganzen Zombies immer noch von hinten um die Ohren fallen. Auch wenn es eine XP-Maschine ist. Ich will da keine munter rumtollenden Zombies irgendwie am Hals hängen haben. Darauf stehe ich nicht so. Deshalb lieber auf Nummer sicher gehen und hier mal noch zubauen. Auch wenn ich dafür jetzt nicht genügend Cobblestone dabei habe. So. Na toll. Treffe ich den von hier? Jo. So. Hier auch nochmal. So. Machen wir das hier so. Und da sind die Cobblestones auch schon leer. Dann gehen wir mal zurück. Und holen uns mal noch ein paar Cobblestones und... Das regt mich auf. Guck mal, wie hässlich das aussieht. Sieht aus, als ob wir da so auf einem Steinklumpen leben würden. So. Eisen tue ich mal hier abladen. Flint auch. Huch. Davon habe ich auch noch da was rein. Ach. So, Flint auch da rein, da rein, da rein. Kohle kommt jetzt auch da dazu. Erde kann auch da erstmal wieder rein. So, die ganzen Stufen. So, yo, ist in Ordnung, Digga. So, die Treppen hier brauchen wir ja nicht ausbauen, die verschwinden ja eh bald, wenn wir dann da unten im Bau fertig sind. Moment, eine Tür brauche ich noch. Wobei wir da eine Eisentür bauen müssten. Wir lassen es erstmal.
Grund für eine Eisentür ist halt, weil die Zombies jetzt mittlerweile die Holztüren zerstören können. Was mir persönlich nicht ganz so gut gefällt, aber naja, was soll man machen? Man muss es so nehmen, wie man es kriegt. Und mir ist die Decke da zu niedrig. Mache ich dann auch noch offscreen ein bisschen größer. So, hoch. Da bin ich wohl zu fett dafür. Hehe. Jetzt habe ich mich hier von der anderen Seite ausgesperrt, oder wie? Gut. Dann machen wir das mal hier so. Machen wir hier mal zu. Ach. Dann haben wir hier nämlich auch einen schönen Abschluss. Und ja. So. Machen wir das hier nämlich so. Machen wir uns hier so einen kleinen Weg durch. Und turn left. Dann. Ups. Eigentlich wollte ich da einen freilassen. Gut. Dann machen wir das eben nochmal. Und zwar jetzt hier rein. So. Machen wir das so hier. So, ist doch ganz akzeptabel hier. Und da auf dem Boden eine Fackel. Den Gang hier, den könnten wir jetzt auch noch einheitlich machen. Ich mache jetzt aber nur die eine Seite hier. Auch noch aus Cobble. Das mache ich dann alles offscreen, einheitlich aus Cobblestein. Cobblestein. Ja, jetzt fange ich schon mit Englisch-Deutsch an, oder was? Ja, ihr wisst schon, was ich meine mit Pflasterstein und dann sieht das hier nämlich auch einheitlich aus. Und wo zum Teufel kommt hier die Lava her? Da oben. So, tschüss Lava. Immer rein raus. Dann können wir hier nämlich auch schön zumauern. Wenn ich dran kommen würde. Gut, dann mache ich den Teil jetzt von hier. Klatsch mir da noch einen rein. Und machen das hier noch. Huch. Und blub, 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 blub. Hier noch. Und dann sollte das auch geschafft sein hier. Und ich merke schon, wie meine Schmerztablette nachlässt. Naja, was soll's. Huch. Sagt ja auch keiner, dass ich das noch offen hatte. Gehen wir doch mal oben schauen. Was machen denn unsere Felderchen? Oh, wird doch langsam. Haben wir die Hau dabei? Jo, great. Na. Das sollte genügend Samen gebracht haben. 13 Samen, mal schauen. Ah, verdammt.
So. Fehlen wieder zwei, ich glaub's nicht. Ach, was soll's. Nehmen wir jetzt mal hier so alles, was fertig ist, mit. Dann können wir uns nämlich da schön Brot draus machen.